Du bist krank in der Schulzeit und du hast Angst, dass du Schulstoff versäumst? Mach dir keine Sorgen. Mit diesem Lernplan für Fehltage können deine Freunde für dich ganz einfach notieren, was du nacharbeiten musst. Gib diesen Lernplan am besten zwei von deinen Freunden. Er könnte so aussehen. Oben kommt der Tag, das Datum und der Name deines Freundes hin. Und dann die einzelnen Schulfächer, also Schreiben, Rechnen, Lesen, Sachkunde und vielleicht noch irgendetwas, was Außergewöhnliches an dem Tag passiert. Max gibt seinen Lernplan dem Felix. Felix schreibt beim Schreiben Doppelvokale, beim Rechnen Geometrie Dreieck, beim Lesen fällt ihm nichts ein, Sachkunde immer noch die Römer und bei mehr, da fällt ihm auch nichts Wichtiges ein. Aber auch die Freundin Alina füllt den Lernplan für Max aus. Sie ist etwas genauer. Beim Schreiben sagt sie, Üben für Diktat, Vokale ist ziemlich schwer. Beim Rechnen geht es um das Spiegeln der Dreiecke. Beim Lesen soll ein Buch weitergelesen werden und in Sachkunde geht es genau um Burgen. Außerdem erinnert sie an das Wassergeld für die nächste Woche. Max lernt jetzt, wann immer er kann. Jeden Tag bekommt er einen neuen Lernplan von seinen Klassenkameraden. Und dann arbeitet er einfach die einzelnen Punkte ab, bis er wieder gesund ist. Gar kein Problem. Du möchtest diesen Lernplan gerne haben? Du kannst ihn dir ausdrucken. Der Link dazu steht unter dem Video. Und das ganze Video ist von lernförderung.de. Und wenn es dir gefallen hat und du den Lernplan cool findest, dann gib uns ein Like, abonniere den Kanal, schau dir ein paar andere Videos von uns an und schreibe etwas in die Kommentare. Und werde einfach nicht krank, aber wenn, dann nutze den Lernplan.